Guten Tag und willkommen zurück zu einem neuen Part von New Super Mario Bros. Wir haben die 200 Abonnenten erreicht, dafür konnte ich mich noch gar nicht bedanken. Also an der Stelle danke dafür. Die ganzen Videos waren nämlich vorproduziert, wie ich schon in einem Kommentar dazu gesagt habe. Ja gut, was heißt im Kommentar dazu? Wie ich schon in einem Kommentar unter meinem Video dazu Stellung genommen habe, dass ja die ganzen Videos halt vorproduziert waren und ich deswegen dazu noch gar nichts sagen konnte. Ich wollte außerdem auch eine Abstimmung starten vor dem Projekt, eigentlich, welches Projekt als nächstes kommen soll. Und dazu habe ich mir dann mal Gedanken gemacht und ich glaube, man kann, also vor dieser Marke, ich weiß es jetzt nicht, was man dazu braucht, um Abstimmungen starten zu können. Also ohne Video meine ich jetzt. Ich glaube, man braucht, um eine Abstimmung starten zu können, außerhalb eines Videos, braucht man 1000 Abonnenten. Ich weiß nicht, ob das, ob es da noch irgendwas gibt. Aber ich glaube, 1000 Abonnenten und eine gewisse, ja, Zuschauerinteraktion oder irgendwie sowas. Und dazu zählt, dass der Account eben aktiv sein muss. Also eine gewisse, nicht nur Zuschauerzahl, nicht nur Abonnentenzahl, sondern auch eine gewisse Watchtime, genau, eine gewisse Watchtime haben muss. Wie viel das jetzt genau ist, weiß ich nicht. Ob es überhaupt so ist, weiß ich nicht. Nur Ziel wird erstmal sein, die 1000 Abonnenten zu erreichen. Ja, aber genug davon. Ich möchte eine Abstimmung starten, wie gesagt. Ich denke, das wird gehen in... Ach, diese hässlichen Blooper hier. Das wird gehen, indem ich eine im Video starten kann. Alter, ne? Diese hässlichen Blooper hier. Ja. Wow, toll. Ganz, ganz toll. Ganz, ganz klasse. Ist hier irgendwo ein Stern drin? Oder was ist los? Also da auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, ob da oben einer drin ist, aber ich denke, ich werde erstmal abhauen. Oh, hier ist eine Starcoin. Weiter. Die ganzen scheiß Blooper. Oh, Alter. Oh. War das knapp, ey. Holy shit. So. Und jetzt versuche ich mal hier dran vorbeizukommen an den Vieh. Ich werde gleich weiter mit der Abstimmung machen. Also da erzählen, wie ich das geplant habe. Ja, wie gesagt, ich möchte das hier im Video machen und ich habe mir halt schon ein paar Dinger überlegt. Boah, das wusste ich noch, dass das eine Falle ist. Boah, Alter. Okay, ich habe mir schon ein paar Projekte überlegt, die ich gerne durchführen würde, beziehungsweise ein paar Spiele überlegt, die ich gerne let's playen würde. Und da würde ich euch dann einfach gerne mal fragen, dass hier überhaupt jemand sehen wird. Ich hoffe es. Weil eine Abstimmung würde ja schon reichen. Was möchtet ihr gerne sehen für ein Projekt? Also, ich denke, jetzt sollte rechts oben sowas aufploppen. So von wegen, yo, hier, guck mal, hier kannst du abstimmen. Ich hoffe, das geht, wie gesagt.
Ich denke, das geht innerhalb des Videos, aber eben noch nicht außerhalb des Videos, die Umfrage. Wie schon tausendmal jetzt gesagt. Also, da einmal Abstimmung, da einmal Abstimmung, genau. Da einmal abstimmen, dann weiß ich direkt, was ich als nächstes spielen werde. Und wie gesagt, es würde schon eine Stimme reichen. Selbst wenn es nur ein, wenn nur einer dort votet, das würde mir schon komplett reichen. Dann wüsste ich wenigstens, okay, ich habe einen aktiven Zuschauer, vielleicht werden es auch zwei, vielleicht drei sein. Wer weiß. Ich habe halt hier so gewisse Zuschauerbasis, die so gut wie bei jedem Video dabei ist. Und die das dann natürlich auch bestimmen darf, was hier gespielt wird. Klar. Komme ich da rein? Durch eine rote Röhre wahrscheinlich. Geh mal davon aus. Hier vielleicht? Nee. Ich glaube, da habe ich... Oh Mann, da laufe ich dann auch noch rein. Ich glaube, da habe ich eben schon geschaut. Wie auch immer. Ja, um das ganze Ding mal kurz abzuschließen. Selbst wenn das nur ein paar sein werden. Diese Stimmen zählen. Ne? Da war... Mann, ey. Da weiß man dann direkt... Oh, das sind die Leute. Schauen zu. Die dürfen dann... Wie gesagt, ich wiederhole mich die ganze Zeit. Aber die dürfen dann bestimmen... Das wird hier gezockt. Weil, wenn ich das dann, selbst wenn ich die Möglichkeit dazu hätte, eine Umfrage zu machen, so von wegen, generell auf meinem Channel. Yo, was soll ich spielen? Und wenn dann da irgendwer votet, der eigentlich die Videos gar nicht schaut, so generell, dann bringt das ja auch nichts. Ne? Soll ja für die Zuschauer sein, die sich das Ganze hier anschauen. Und nicht die durch Zufall da auf diese Umfrage gekommen sind. Und dann da einmal voten. Was ist da jetzt los? Muss ich da oben rum oder wie? Ah, Tatsache. Und da hätte man sogar gar nicht hergekonnt. Okay. Und gut, zweites Starcoin ist meines. Das war sowas von klar. Okay, ich nehme eine kurze Feuerblume. Und ja, ich hoffe, das geht mit der Umfrage. Wenn nicht, dann... Weiß ich nicht, wie ich das mache. Ihr könnt ja mal an dieser Stelle, wenn es nicht klappen sollte, auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Was würdet ihr am liebsten sehen? Einfach mal so, yo, was, wo geht so die Meinung hin, was, welches Spiel wäre mal interessant für euch. Und sonst, wenn das nicht klappen sollte, dann kann ich ja auch mal einfach hier im Video selber vorlesen, welche Projekte habe ich geplant. Aber das wirklich nur als Notlösung. Erstmal versuche ich das über die Umfrage im Video. Und ich hoffe, wie gesagt, das klappt. So, viel Rumgelaber um das ganze Thema. Ich habe mich, denke ich, mehrmals wiederholt, wie ich schon eben bemerkt habe. Als ich mich wiederholt habe, aber ich denke, das ist viel öfter passiert. Egal. Aber dennoch, so konnte ich das wenigstens mal hier aussprechen. Und mal näher bringen, was genau überhaupt jetzt das Problem ist. So, um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Das Problem... Oh, direkt die Zweierkarte. Schade. Oh. Oh, schön! Sogar alle Dinger bekommen. Zwar nicht mit Zweierkarte am Ende, aber immerhin alle Abkarten. Ja, um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Man kann... keine Umfragen außerhalb eines Videos machen. Vielleicht auch nicht innerhalb eines Videos, das weiß ich noch nicht. Muss ich noch schauen, habe ich noch gar nicht geschaut.
Und ich wollte eigentlich fragen, jo, was wollt ihr sehen? Ging nicht. Jetzt versuche ich das innerhalb des Videos zu machen und ich hoffe, das klappt. Wenn nicht, komme ich dann damit nochmal in einem späteren Video. So, das war das ganze Thema. Und jetzt mal schauen, wo wir überhaupt mit der Zeit sind. Ich habe 10 Minuten fürs erste Level gebraucht. Holy shit. Das ist ein bisschen ungünstig. Weil, wie gesagt, ich wollte ja eine halbe Welt pro Part machen. Und ich... Ach komm, ey. Ich weiß nicht, ob das jetzt so klappen wird. Allerdings weiß ich auch nicht, ob hier die dritte Welt generell ein bisschen länger ist. Laut Karte sah es nicht so aus, aber hier die ganzen Level können natürlich noch mal eine andere Länge haben, ne? Ist klar. Mich gerade so oft treffen lasse, ist furchtbar. Aber wenigstens gehe ich nicht Game Over. Wenigstens das nicht. So, der Rest ist mir noch relativ egal. Ach, scheiße, was? Man kommt auch so rein. Geil. Ah, okay. Ja, gut. Ach, komm, ey. Komm, geh auf den Block da, Mario. Mann, Mario, bitte. Alles klar. Sehr schön. Ich weiß nicht, welche Länge die Level generell haben. Aber ich glaube, ich habe einfach eben nur getrödelt, so wie ich das sehe. Weil jetzt habe ich 2 Minuten für ein Level gebraucht. Na, aber da oben mit Secret Exit könnte es trotzdem noch mal etwas länger werden. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Mal sehen. Ja, wir wollen speichern. Und ja gut. Wenn der Part wieder ein bisschen länger wird, sollte, denke ich, auch kein Problem sein. Und hier die Geisterhäuser waren immer so ein kleiner Feind von mir, aber ich habe das Spiel ja jetzt öfters gespielt. Also ich denke, das sollte mittlerweile klar gehen. Okay. Der weg. Ja, ich denke, ich schaue hier erstmal nach. Bevor ich da. Oh, da ist eine Sternmünze. Da ist eine Starcoin. Ah, Kacke. Habe ich jetzt nicht geschafft. Egal. Ich denke, ich gehe doch dann erstmal hier rein. Und das war die richtige Entscheidung. Das hier ist nur ein Bonusraum. Hier ist ein Buhu drin, oder was? Ach so, klar. Ah ja, gut. Aber jetzt nicht so schlimm. Die Viecher bewegen sich ja nicht, wenn man sie anschaut. Wenn man sich von ihnen wegdreht, dann bewegen sie sich zu einem. Aber wenn man sie anschaut, dann bleiben sie genau da stehen, wo sie sind. So. Wollte jeder wissen, aber ich wollte es trotzdem nochmal gesagt haben. Und ich konnte nicht springen. Leute, ich konnte eiskalt nicht springen. Nicht, dass ihr jetzt denkt, yo, das rutscht du einfach in den rein. Ich wollte schon vorher springen. Hier an der linken Treppe, damit wir hier rechts oben halt drauf springen können. Was ist hier jetzt los? Ach so. Ah, okay. Hab mir gerade schon so gedacht, okay, wahrscheinlich erscheint hier eine Tür und ja. Genau so ist es. Ich nochmal ein Power-Up? Ja, tatsächlich. Okay. Ah, komm. Man beschleunigt hier so komisch auf den Treppen. Weiß gar nicht, was ich nehme. Ich glaube, einen Stern. Let's go.
Hier musste man sich nämlich auch beeilen, glaube ich. Hier braucht man sogar den Cooper-Panzer, oder was? Jan ist ja perfekt, dass ich den dabei habe. So. Ach komm, ey. Mache ich halt so. Und tatsächlich, man braucht den zwingend. Und ich sehe gerade, ich habe die erste Starcoin verpasst. Na gut. Fahnenstange auch nicht erreicht. Aber egal. Wenigstens zweite und dritte Starcoin erstmal. Da fällt mir ein, stimmt, hier ist ja ein Secret Exit. Wo war der denn? Ach du Scheiße. Ja. Herzlichen Glückwunsch, echt. Ich denke, da werde ich lange suchen können. Ich denke, da oben wird nichts sein. Vielleicht hier drüber, ich weiß es nicht. Nochmal schauen. Ist hier vielleicht was? Auch nicht, ne? Ich glaube, hier gibt es auch keine durchlässigen Wände. Nee. Deswegen muss ich irgendwie auf Lücken oder so achten. War ich hier überhaupt drinne? Nein, ich war hier nicht drin. Okay. Okay, das ist nur für die Starcoin gut. Den Secret Exit wird es woanders geben. Nur wo genau? Kein Plan. Okay, hier. Nein, jetzt rutscht. Ach ja, komm, ey. Das ist doch Kacke, dass man da nicht springen kann. Okay. Da kann man auch nicht direkt rein. Vielleicht irgendwas, wenn man zurückrennt. Nicht wirklich, ne? Hey, komm schon. Ich muss echt genau überlegen. Ich weiß nämlich echt nicht mehr. Dieser hässliche Secret Exit ist. Unten vielleicht was? Ne, auch nicht, ne? Na, Mann. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass es ziemlich spät im Level war, wo der Secret Exit ist. Also werde ich jetzt nochmal durch den Level gehen. Und hier nochmal genauer schauen. Bin ich auch genau dran vorbeigerannt, weil ich hier den Stern hatte? Ich weiß es nicht. Gönn ich mir auf jeden Fall nochmal den Panzer, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Hä?
weiß es halt echt nicht. Ja, schön. Echt wunderbar, dass mir hier die Zeit ausgeht. Nochmal zurücklaufen. Auch nicht. Echt kein Plan, Leute. Ich weiß es nicht. Ach, Mann. Ich weiß es nicht. Und irgendwo so ein scheiß versteckter Block. Gut, dann machen wir erstmal das Castle und dann denke ich, werde ich das einfach im nächsten Part direkt am Anfang nachliefern. Weil ich möchte hier ungerne großartig rumschneiden müssen. Und ich denke, da ist es einfach die beste Lösung, das im nächsten Part dann nochmal zu zeigen. Ich werde den übrigens auch selber suchen. Ich werde nicht einfach nachschauen, wo der ist. Sondern ich möchte den selber nochmal finden. Aber es ist ja auch das Schöne. Ne? Das ist auch das Schöne an so ein Projekt, dass man einfach nochmal das Spiel, was man eigentlich schon kennt, dass wenn man dann nochmal so Sachen findet, die man einfach vergessen hat, die neu für einen sind, so gesehen. Komm. Ja, da muss man aber ganz früh gegenlenken, ne? Ah, okay, hier. Hier muss man lang. Ah, okay. Gut, mit dem Panzer kann man anscheinend nicht auf Stacheln sliden. Ich dachte immer, das wird gehen. Aber anscheinend nicht. Warum hat er sich gerade nicht hingeworfen, sondern erst dann, als ich da lang bin? Oh, naja. Was soll's? Aua. Ja, ich hätte warten sollen. Ich Idiot. Ich denke nicht, dass da oben was sein wird. Ich weiß nicht, ob da oben was ist, aber ich denke auch nicht. Hier ist aber was. Und hier kommt man nur durch, wenn man klein ist. Das denn? Warum kann man denn da unten lang schwimmen? Okay. So ein Scheiß. Oh, Alter! Ich dachte, er zieht sich nochmal nach oben, aber nö. Absolut nicht. Alles klar. Dann hoffe ich jetzt mal, ich krieg das hier hin. Gegen den. Nein. Und da ist er, der erste Tod. Als der angeflogen kam, ich hab's direkt gewusst, dass ich da verreck. Ah, schade. Die dritte Welt wollte ich dann eigentlich doch noch ohne Fail überstehen. Aber, ja gut. Geht halt auch schwer, ne? Geht halt auch echt schwer, wenn man hier so unglücklich ist. Was ist denn mit dem jetzt los? Ja, da muss man komplett schwingen, damit er sich umwirft. Okay. Ja gut, was soll's.
Wenigstens habe ich alle drei Starcoins bekommen, ohne einen Fail. Und dass ich da beim Boss verrecke, eigentlich schon klar. Weil ich finde, das ist so mit der schwierigste Boss hier im Spiel. Ich glaube, hier muss man noch nicht mal klein sein. Hier kann man auch... ja, durch einen geschickten Sprung durch. Das heißt durch einen geschickten Sprung. Eher durch ein geschicktes Manöver. Einfach durch. Starcoin ansammeln. Und dann zum Boss. Ja, keine Ahnung. Ich bin manchmal ein bisschen dumm unterwegs. Einfach, weil ich mir so denke, yo, probier's da einfach mal. Kommt der direkt angesprungen oder was? Ja, guck mal. Ich versuch's halt auch manchmal nicht auszuweichen. Ich weiß nicht, warum ich so blöd bin. Man sollte sich echt nicht viel bewegen hier, sondern eher auf die Bewegungen der Cheap Cheeps achten. Und dann... ja, okay. Alter. Okay, danke. Ein zweites Mal wollte ich hier nicht verrecken. Also... ich weiß echt nicht... was dann passiert wäre, wenn ich hier nochmal ein zweites Mal verreckt wäre. Aber, was auch immer, Leute. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen und der Part ist fast eine halbe Stunde lang geworden, ey. Holy shit. Im nächsten Part werden wir dann erstmal, ja, den Secret Exit suchen. Nicht suchen, ich werde ihn offcam suchen. Ich werde ihn im nächsten Part erstmal zeigen. Und dann geht's auf in Welt 4. Ja, ich laufe jetzt nochmal zum Geisterhaus und wie gesagt, danke fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis demnächst und ciao.